Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon Colosseum. Nicht live, sondern aufgezeichnet, wie eigentlich immer. Und naja, beim letzten Mal haben wir Madame Venus besiegt und erstaunlich leicht ihr Kryptos Suicune gefangen. Unser Team ist wieder vollständig geheilt und naja, jetzt können wir endlich hinterher huschen. Let's go. Und der Typ, da wartet immer noch. Da wartet er halt noch. Hinterher! Oh, da unten ist ein Item. Verdammt, sie hat den Aufzug genommen. Verdammt, wir müssen die Treppe nehmen. Blockiert sie einfach den Aufzug, dass wir den nicht nehmen müssen. Perfider Plan. Okay, here we go. Treppe, let's go. Ach, da sind noch mehr Spione. Hier kommt ihr nicht vorbei. Das werden wir sehen. Die schrubbt sich übers Geländer, Mädel. Hey, wir sind hier auf dem Boden. Mit Knilz und Skorkler. Das Knilz könnte ein bisschen unangenehm werden. Ein Krypto-Skorkler. Schwächen wir das mal mit einem Body Slam vor. Okay, wir werden es mit ein paar Body Slam vorsprechen können. Ich hasse mein Leben. Er spammt Sandwirbel. Wir werden es nie wieder treffen. Oh, ich hoffe, ihr habt euch diesen Body Slam gut angesehen. Es wird der Letzte sein, der dieses Skorkler getroffen hat. Na, wenigstens boostet sich das nur. Ich muss sagen, der Levelunterschied zwischen diesen normalen Typen und dem Vorstand ist echt schon krasser, ne? Der Schiff ist paralysiert. Ich meine, das Skorkler ist jetzt ein bisschen stärker. Das hat so ungefähr das Level von dem Pokémon, die Venus hatte. Aber das Knilz ist wesentlich schwächer. Ich schätze mal, das haben die gemacht, damit die Vorstände ein bisschen tougher sind. Ansonsten kann ich mir das auch nicht vorstellen. Und das ist wieder so ein Beispiel für den variablen Schaden, den man zufügt. Wir haben ihn die Hälfte abgezogen, sonst wären wir nicht im gelben Bereich gelandet. Jetzt hat sie den Angriff überlebt. So, auf Skorkler können wir eigentlich gleich Bälle werfen. Lebe wohl, Knilz. Oh, ein Teddy Ursa. Ich mag Teddy Ursa. Liegt auch daran, dass ich Ursaring mag. Teddy Ursa hat nur das Problem, es kommt ein bisschen spät, ist kein Krypto-Pokémon und naja, lernt in der dritten Generation nicht wirklich gute Attacken. Das ist aber Rückkehr. Easy. Ein weiteres Krypto-Pokémon. Ah, das Pummeluff können wir, glaube ich, gleich am besten mit dem Body Slam angreifen. Das sollte ziemlich gut Schaden machen. Pummeluff haben eine ziemlich gute Spezialverteidigung und recht viel KP, aber die Verteidigung von denen ist halt nicht so gut. Also, Body Slam. Und Fact. Oh nein, es sitzt Rugtrainer ein. Ach, dieses arme, kleine Etwas. Erlösen wir es. Nevermind, da war der Sandwirbel.
Kolosseum habe ich gewonnen und jetzt besiegt. Pass auf, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, wein ich ganz doll. Willst du das? Ja? Von mir aus, wein doch. Könnte mir egal an nicht sein, ob die weint oder nicht. Wir haben eine Mission zu erledigen. Und die nächste. Was denn, was denn? Wer hat denn diesen Bengel und die seine Göre durchgelassen? Was treibt Hestia eigentlich da oben? China mit Y habe ich auch noch nicht gesehen. Kilia und Roselia. Tja, es ist eigentlich ganz easy. Body Slam auf Roselia und Biss auf Kilia. Das ist schnell entschieden. Kilia haben nämlich ziemlich schlechte Verteidigung. Allgemein ziemlich schlechte Verteidigungswerte. Der Biss sollte ziemlich reinfetzen. Sag ich doch. Und Roselia ist auch nicht gut in der Verteidigung. Es gehört zu der Kategorie Pokémon, bei der ich sage, es hat eine Streichholzverteidigung. Los, Kanalrakete. Ja, wir haben leider eine Käferschwäche im Team. Wir haben drei Pokémon, die schwach gegen Käfer sind. Aber gut, so viele Käfer-Pokémon gibt es auch wieder nicht. Na schön. So, das war Roselia. Hoffentlich aktiviert sich Gift doch nicht. Sehr gut. Das wäre ärgerlich gewesen, dann wäre unser Luna nämlich paralysiert. Oh, hallo Damiaplex. Ein weiteres lustloses Pokémon der zweiten Generation. Oh, da ist ja ein Krypto-Pokémon. Skorkler ist übrigens auch ein ziemlich schlechtes Pokémon der zweiten Generation gewesen. Erstmal kam es viel zu spät in der Generation, wo es erschienen ist. Und naja, es hat nichts Vernünftiges gelernt. Ich glaube, das Teil konnte nicht mal... Konnte das Erdbeben lernen? Ich weiß es nicht. Es hat jedenfalls ziemlich schlechte Attacken gelernt. Ja, Säure macht Gott sei Dank nicht allzu viel Schaden. Säure hat nur Stärke 40, wird geteilt der Schaden, also Stärke 20 pro Nase, wenn man so möchte. Wobei, hat Mega? Doch, Megania hat eine Nase. Man sieht die Punkte. Oh, es kann nicht nur Kryptoschlag, mit dem es sich selbst verletzen kann, es kann sich auch noch mit Bodycheck selber reinhauen. Und Bodycheck haut gut was weg. Sollen wir Garnier gleich erstmal einen Reflektor aufstellen? Reflektor und Biss. Dann sind wir das Duflo wenigstens schon mal los. Ja, das hatte ich erwartet. Dein Einsatz. Der Biss sollte es eigentlich erledigen. Und noch ein Volltreffer. So, jetzt müssen wir uns noch überlegen, was wir mit diesem Damiplex machen. Ich bin verleitet, Bälle zu werfen. Oh, Horrorblick. Nein, nein, danke. Ich brauche keinen Horrorblick. Nein, nicht erlernen. Nein, nicht erlernen. Ja, Gott. Meine Güte, das war jetzt ein Kampf. Du könntest mit Gesang einschläfern. Ich werf mal einen Ball. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wie wir das noch großartig vorschwächen wollen. Wir müssen immer in Erwägung ziehen, dass es sich mit Bodycheck selbst einen reinhaut. Und Bodycheck zieht mehr ab als Kryptoschlag. Mann hat der Gesang getroffen. Gut, dann können wir weiter Pokébälle werfen. Ich meine Hyperbälle werfen. Ah.
weil wir es können. So. Na, mal gucken, ob es jetzt drin bleibt. Nevermind. Ich würde es ja noch vorschwächen. Aber ich mache mir halt Sorgen, dass wir einen Volltreffer landen und dass es sich dann mit, da es zwei Attacken hat, mit denen es sich selbst verletzen kann, dass es sich dann irgendwie selbst verletzt und sich dann besiegt. Das wäre ziemlich blöde. Da wäre ich lieber wie so ein Blödhans. Also ich hätte nichts dagegen, dass es aufwacht und sich nochmal mit dem Bodycheck in den gelben Bereich bringt. Da hätte ich nichts gegen. Setz einfach mal weiter Gesang ein. Boah, ich glaube, Wölkchen war schneller als das Damiplex, ne? Na geht doch. Braves Damiplex. Husch, husch, rauf auf die Box mit dir. Was? Diese Kraft? Jetzt weiß ich, warum Hetzi euch durchgelassen hat. Lass mich durch, Cosmo. Schauen wir erstmal, was hier ist, bevor wir weitergehen. Oh, zwei Items. Zwei Top-Tränke. Nice, das nimmt man gerne. Was haben wir hier? Zwei Thermabälle. Hm. Sehr gut. So, Flower braucht eine Pause. Passen wir mal Herrscher nach vorne. Und weiter geht's. Wir sind immer schon fast unten. Währenddessen hat sich Madame Venus wahrscheinlich auch nur schon dezent aus dem Staub gemacht. Ja, noch eine. Nanu, ich hätte nicht gedacht, dass ihr bis zu mir kommen würdet. Oh, ein Maskering. Jetzt wäre Flower nicht schlecht. Gut, dass wir speziell angreifen. Also, wir nehmen Blizzard, das ist nämlich effektiv auf Maskering, sollte es zumindest, und bis auf Octillery. Octillery ist so ein weiteres schlechtes Pokémon der zweiten Generation, ne? Mal sehen, wie Schaden das macht. Ich hätte erwartet, dass es mehr macht. Aber gut, es trifft ja Octillery noch mit. Und nochmal. Und da hat sich die Flinklaue aktiviert. Aber natürlich wehrt Maskering wieder ab, ne? Alter, beide haben abgewehrt. Die mit dem Ziehstrahl. Aber sehr schon. Muss ganz schön was einstecken hier. So, mit der Artillerie schon mal Geschichte. Mal sehen, was er jetzt Krypto-Pokémon hat. Dummiesel. Oh, Dummiesel ist kein Krypto-Pokémon. Nevermind, wir hatten Dummiesel schon als Krypto-Pokémon. Ich dachte gerade mir so, ah, sie ist jetzt bestimmt ihr Krypto-Pokémon. Oh, es ist Dummiesel. Ah, Dummiesel kann ein Krypto-Pokémon sein. Ich hatte ganz vergessen, dass wir das schon eingesammelt haben. Aber Dummiesel ist halt auch kein gutes Pokémon der zweiten Generation. Herrscher braucht einen Trank. Und müssen wir gelegen haben, mal wieder neue Tränke kaufen. So, und Luna kümmert sich erstmal um Maskeregen. Dieser blöde Zielschrei geht mir langsam auf die Nerven. Oh, hallo Keifel.
Alles klar, Krypto Keife. Warum hat Dumisel eigentlich nie eine Weiterentwicklung gekriegt? Wir werden es nie erfahren. Ah gut, so viel Schaden hat es nicht gemacht. Ich dachte nur gerade Volltreffer, oh Gott. Das kam unerwartet. Tja, dann können wir in diese Runde ganz entspannt auf Dumisel gehen. Luna ist schneller als Keifel. Dann geht die Attacke wenigstens nicht daneben. Mal sehen, auf wen es geht. Armes Herrscher. Oh, und es muss so einstecken. Es braucht schon wieder einen Trank. Machen wir bis auf Dumisel, dass wir das mal aus dem Weg räumen. Vielleicht schreckt es ja zurück oder so. Dachte ich mir. Das ist gut. So. Dann macht das uns wenigstens keine Probleme mehr. Jetzt müssen wir uns noch um das Keifel kümmern. Was machen wir da am besten? Also Herrscher wird es jetzt erstmal, wenn es angreifen kann, vorbereiten. Gut, dann können wir einfach mal einen Ball werfen. Da sind die Überbälle hin. Greifen wir es nochmal mit Biss an? Ja, können wir eigentlich machen. Der Biss vorhin war ja ein Volltreffer. Das, so ein einfacher Biss macht ja eigentlich wesentlich weniger Schaden. Und solange Herrscher auf dem Feld ist, wird es, denke ich, auch mal weiter Schaufler nutzen. Und ich mache mir Gedanken. Dass ich so schnell verlieren würde. So kann ich mich doch nicht bei Madame Venus blicken lassen. Das stimmt, also lass es bleiben. Mein Tipp, lass es einfach bleiben. Renn weg, tritt aus der Organisation aus, fang ein neues Leben an, ein rechtschaffendes Leben und werde glücklich. Finde dein Glück. Ah, wat de Plörre. Hier kommt ihr nicht durch. Ich werde Venus beschützen. Ist euch mal aufgefallen, dass das alles Mädels sind? Das ist wie drei Engel für Charlie, nur dass es vier sind. Hallo, Krakelo. Ja, wir könnten gleich zurückziehen. Das wird, glaube ich, Sinn machen. Es ist Sneeble. Ein Krypto-Sneeble. Okay, wir ziehen Herrscher zurück und hauen dafür Jumper raus. Das soll mal kurz seinen Turmkick präsentieren. Und bis auf Sneeble. Das sollte nicht allzu viel Schaden machen. Bei Sneeble müssen wir ein bisschen aufpassen. Sneeble haben relativ niedrige Verteidigungswerte. Da dürfen wir jetzt nicht so raufhauen wie bei den anderen. Und außerdem, Sneeble ist auch ein Pokémon der zweiten Generation, das damals nicht so gut war. Und es heute eigentlich nur ist, weil Sneebuna existiert. Aber zum jetzigen Zeitpunkt in Generation 3 ist es halt noch Rotze. Ihr müsst wissen, wie gesagt, damals, oder halt, ne, Kolosseum, da hängen die Typen, beziehungsweise ob ein Typ eine Attacke physisch oder speziell ist, hängt vom Typ ab. Sneeble hat relativ hohe Angriffswerte, aber ein relativ niedrig. Oh, wow. Tja, so viel zum Durchbruch. Aber dafür einen relativ niedrigen Spitzangriffswert. Das ist ziemlich schlecht. Weil, naja. Sowohl Eisattacken als auch Unlichtattacken in dieser Generation speziell sind. Es kann damit also mit seinen hohen Angriffen nicht viel ausrichten. Kümmern wir uns um das Krakelo, ich bin sauer.
Außerdem will ich so ein bisschen die Unlichtattacken aus Stiebel rausbaiten, damit es keinen Kryptoschlag einsetzt. Wie gesagt, so ein Krypto, so eine Finte oder so sollten überstehen. Stiebel haben keinen guten Spezialangriff. Tja, ist jetzt Kreideschrei ein. Wer hätte das erwartet? Aber ich glaube, das ist so ihr Gimmick. Erst Kreideschrei einsetzen und dann den Gegner fertig machen. Psychschrei auf Vipitis, dann sollte das ganz schnell gegessen sein. Und schmeißen wir einfach mal einen Hyperball auf Sneeble. Vielleicht bleibt es ja drin. Sonst müssen wir uns gleich irgendwas dagegen überlegen. Gut, dass ich mir nichts dagegen überlegen muss. Wir haben es gefangen. Ja, ein Corazon. Noch lebt es. Noch ist es kein Galar-Corazon. Und das war Vipitis. Ach, ich freue mich schon auf, wenn wir Psychokinese haben. Das wird ein Fest, sage ich euch. Auf es! Macht es fertig! Gebt dem Tier einen Namen! Das ist aber, glaube ich, auch die letzte von den drei, von den vieren hier, die man bekämpfen muss. Ich glaube, da kommt danach keiner mehr. So. Wer beschützt mich? Niemand. Du bist doch ein toughes Mädchen, du musst nicht beschützt werden. Am liebsten würde ich in einen Zug steigen und irgendwohin verreisen. Ja, ich auch, Mädel, ich auch. Bevor es hier wieder Ärger gibt, fahre ich zum Labor und treffe mich dort mit Professor Kulper. Nein, nicht schon wieder. Du kannst mich doch nicht immer noch verfolgen. Alle zurück. Jetzt, wo sie uns gesehen haben, können wir unmöglich ins Labor. Schauen wir jetzt erstmal, was hier so alles ist. Da ist nichts. Da ist ein Item. Ein Schattenglas. Oh, das können wir Luna geben. Das ist gut für ihren Biss. Geheimpower nutzen wir in letzter Zeit ja gar nicht mehr so. So. Ist da noch was? Hier könnte was stehen. Nein. Nevermind, da steht nichts. Und da ist Ende. Gut. Oh, hier sind die Käfige, mit denen sie die ganzen Pokémon transportiert haben. Leider sind sie leer. Ich hätte hier gerne noch ein Pokémon befreit. Ja, wo sind die? Sind die einfach wieder rausgegangen? Nicht fair! Er ist reingefallen. Der Zugschlüssel für den Orkus Express ist hier. Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich euch dieses Item einfach so überlasse. Jetzt muss ich wirklich los. Vergesst mich nicht! Hinterher! Und wieder rennen wir hinterher. Oh, da liegt was. Der Zugschlüssel. Da hat wohl jemand den Schlüssel verloren. Na dann, let's go. Der Schlüssel fällt. Oh, den kannst du den Zug nicht in Gang setzen. Gut, dass wir einen haben. Alles klar. Los, alle Mann an Bord. Der Hype Train fährt ab. Tut, tut. Es ist ein schneller Hype-Train. Was ein Flicker. Rückwärts, 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 rückwärts. Kaspar, du bist im... Ich sehe schon, rückwärts gehen ist nicht so deine Stärke, wa? So geht's. Hi. Hey, endlich! Nanu, heute sollt ihr doch mal am Venus mitfahren, oder? Euch habe ich doch schon mal gesehen. Auf der schwarzen Liste. Ihr seid doch Sefi und Cosma. Ihr seid nur hierher gekommen. Was für ein... Ich kann nicht zulassen, dass ihr das Krypto-Pokémon-Labor betretet. Und abschließen hätt's nicht getan?
Eine O-Disk. Oh, wie schön. Ha, seht ihr? So könnt ihr uns wohl kaum folgen. Sag mal, war das nicht ganz leicht überdosiert? Es ist doch sowieso zu spät. Los, wir verschwinden. Und ihr meint nicht, abschließend hätte es auch getan. Stattdessen musstet ihr ein ganzes Loch ins Labor reinsprengen. Und dabei riskieren, dass das ganze Gebäude in sich zusammenkracht. Ja. Na gut. Hat funktioniert. Wir kommen da nicht rein. Und ich mag, wenn es kabumm macht. Die Typen haben mein Approval. Weitermachen. Ja, können wir den Schlüssel nicht... Oh, ist der falsche. Wir wollen den Zugschlüssel. Können wir den Schlüssel nicht einfach stecken lassen? Und wieder zurück. So. Verschwinden wir. Machen wir einen Verschwindibus. Jetzt können wir zumindest den Aufzug nutzen. Ach, keine Treppen laufen. Guck mal, Cosma, da sind wir vorhin lang gelaufen. Den ganzen weiten Weg. Na, wenigstens macht sie uns Platz. Braves Mädchen. Nun, einmal hier durch. Einmal dadurch. Oh. Öffnen wir das Schloss. So. Jetzt kann hier jeder normale Mensch durch. Wie es sich gehört. Und damit sind wir wieder hier. Schauen wir uns gleich mal unsere Beute an. Ha. Sehr gut. Gesunde Ausbeute, würde ich sagen. Und wir haben bis jetzt jedes Krypto-Pokémon bekommen, was uns über den Weg gelaufen ist. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das speichern wir gleich mal. So. Und dann würde ich sagen, machen wir eine klitzekleine Pause. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier nochmal das Kolosseum an. Das sollte jetzt wieder offen sein. Dann holen wir uns nochmal, benutzen wir nochmal die O-Disk. Und dann, naja, geht's Richtung Pokémon-Labor. Und dann wird wieder ordentlich aufgeräumt. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.